Ich muss sagen, ich bin zwischenzeitlich zu einem Bewunderer geworden, zum Kanzlerkandidaten der Grünen, Robert Habeck, weil er doch ein Mann ist, der mit so viel Sachverstand und mit so viel Hintergrundwissen es vermag, die Komplexität von Dingen einfach zu erklären. Single von Wirklichkeit. Ich habe noch keinen Wirtschaftsminister getroffen, der das so in dieser Form kann. Hören wir uns doch nochmal auch da einen Evergreen an. Bioläden, Bäckereien gehören dazu, dass die wirkliche Probleme haben, weil es eine Kaufzurückhaltung gibt. Und dann sind die nicht insolvent, automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen. Und das, wenn ich aufhöre zu verkaufen, verdiene ich kein Geld mehr, dann muss ich die Insolvenz anmelden. Nach 2 Monaten, wenn ich es nicht getan habe, habe ich Insolvenz. Ja, man würde dann insolvent werden, wenn man mit der Arbeit immer größeres Minus macht. Ja. Aber wie wollen Sie denn kein großes Minus machen, wenn Sie Leute bezahlen, aber nichts mehr verkaufen? Also, wie soll man, also ich habe es nicht verstanden. Ja, ich weise darauf hin, dass es nicht automatisch eine Insolvenzwelle geben muss. Aber es kann sein, dass sich bestimmte Geschäfte nicht mehr rentieren und die dann eingestellt werden. Vielleicht werden sie später wieder aufgenommen, das kann ja sein. Also das ist dann ja keine klassische Insolvenz. Ah ja, also das war jetzt so einfach, ich versuche es mal, ich kriege das fast gar nicht mehr zusammen. Ich weiß aus meiner alten Welt, da gibt es Läden, die sind darauf angewiesen zu verkaufen. Ja, das war in der alten Welt. Jetzt sind Läden, die vorhanden sind, Bäckereien, Metzgereien, Einzelhandelsgeschäfte, auch größere Ketten, die sind in der alten Welt darauf angewiesen zu verkaufen. Ja, ja, das muss ja so sein. Blumenläden, Bäckereien. Und sie sind ja nicht automatisch insolvent, wenn sie nichts mehr verkaufen. Und auch wenn nichts mehr produziert wird, dann sagt er noch, Geschäfte, die sich nicht rentieren, die machen dann vielleicht zu und machen dann später wieder auf. Ja, das ist halt eine Logik, sag mal so wie Tagesschau in einfachen Worten. Das ist wirklich einfach erklärt und das setzt eigentlich das gesamte Insolvenzrecht in Deutschland außer Kraft. Du verkaufst nichts mehr, du produzierst nicht mehr. Ja, ist eine Logik. Das ist relativ einfach erklärt. Und deshalb sage ich eins, ja, ich bin jetzt wirklich zum Bewunderer geworden von Robert, der es vermag, die Dinge wirklich so einfach zu erklären. Und ich frage mich, warum dieser Mann nicht ganz vorne steht auf der Liste derer, die sagen, wir brauchen eine neue Regierung und wir brauchen so viel Kompetenz. Denn das ist wirklich etwas, was Deutschland wirklich wieder an die Weltspitze bringen kann. Also, und auch jetzt, lass mich noch zu einem Thema kommen, Energie, Atomkraft. Auch da hat er wieder etwas gesagt, wo ich einfach sage, Robert, ich bewundere dich. Als Grünen-Politiker heißt das, Sie laufen durch offene Türen und müssen Sie nicht auftreten, wenn es um erneuerbare Energien geht. Naja, die Ukraine wird an der Atomkraft festhalten, das ist völlig klar. Das ist auch in Ordnung, solange die Dinger sicher laufen. Die sind ja gebaut. Thema Energie. Wir haben ja so viel Atomstrom hinzugekauft, aber auch hier, Robert, diese Komplexität in einfachen Worten. Die Ukraine wird an der Atomkraft festhalten, ist ja auch völlig klar, solange die Dinger sicher laufen, die sind ja gebaut. Ist eigentlich, wenn man sich das einleuchtet, ist doch völlig klar. Und da, das wäre ja genauso, wenn wir in Deutschland jetzt Atomkraftwerke oder Kohlekraftwerke gehabt hätten, die hatten wir ja nicht. Und die würden sicher laufen, Warum hätte man die dann einstellen sollen, die Atomförderung, beziehungsweise hier die Energiegewinnung über Atomkraft? Es ist also aber hier auch wieder Komplexität einfach erklärt. Die Dinger laufen, sie sind ja sicher und die sind ja gebaut. Nochmal, wenn das bei uns auch so gewesen wäre, hätte man die ja weiterlaufen lassen. Deshalb meine klare Empfehlung, 23. Februar, wer die Grünen nicht wählt, der macht sich wirklich, was macht denn der sich? Ja, der macht sich irgendwo schuldhaftes Vergehen an unserem Land hier. Ich kann es nicht anders benennen, weil das ist jemand, muss ich sagen, Robert, ich bin wirklich ein großer Verehrer von dir. Einfache Aussage, die Menschen verstehen es. Klasse, wie du es gemacht hast. Wirklich toll. Im Übrigen hat es noch ein Nachspiel. Die Heute-Show hat Robert Habeck als Bauerntrottel bezeichnet. Das hat ein Nachspiel und das werden wir uns nicht gefallen lassen. Wir werden in aller Deutlichkeit mit dem ZDF kommunizieren und auch in der Heute-Show sagen, es ist eine Beleidigung Sondersranges.
dass hier gesagt wird, Robert Habeck, Bauerntrottel. Es ist eine Beleidigung und das kann man nicht auf sich sitzen lassen. Das würde ich mir von dem Bauern nicht gefallen lassen, diese Vergleiche zu ziehen. War das ernst gemeint? Entscheidet selbst. Auf jeden Fall war das ernst gemeint, ja. Man sollte auf jeden Fall dann auch mal die Polizei zum ZDF schicken, so wie das beim Rentner ja auch passiert ist, ne? Kann ja nicht sein, dass man hier einfach einen Politiker hops nimmt im Fernsehen, ja. Also, wo führt das denn hin? Das Öffentlich-Rechtliche darf doch wohl nicht kritisch sein, ja. Verdammt nochmal. Übrigens kann ich dem Herr Weber nur zustimmen, dass ein Habeck sehr komplexe Themen sehr, sehr einfach erklären kann. Ne, beispielsweise kann er auch auf sehr, sehr einfache Art und Weise erklären, wieso der Staat keine Fehler macht und wieso Bürokratie etwas Gutes ist. Ne? Denn man stelle sich mal vor, es gäbe keine Bürokratie. Ja, dann würde ja gegebenenfalls das Brot, was beim Bäcker verkauft wird, einfach schimmeln. Ja, und die Leute würden eine Lebensmittelvergiftung und Durchfall bekommen. Ja. Aber schauen Sie selbst. Bürokratie entsteht aus etwas Gutem heraus. Wenn man nur sagt, das sind alles Idioten, versteht man nicht, warum da, wo das Problem ist. Es ist etwas Gutes, denn der Staat macht ja keine Fehler. Stellen Sie sich vor, jede zweite Baugenehmigung wäre wieder zu kassieren. Und Sie wären mit dem Risiko alleine gelassen. Oder jede zweite Lebensmittelausgabe, Bäcker oder Restaurants wäre gesundheitsgefährdend und alle hätten permanent Durchfall. Wäre auch nicht gut. Ja, Thema Durchfall, da sind wir dann auch schon direkt beim Thema Toiletten und hier hat Habeck auch eine Aussage getroffen, die ich absolut unterstütze und die einen direkt eigentlich den Habeck wählen lassen sollte. Ich möchte in einer Welt leben, in der ich aus der Toilette trinken kann, ohne Ausschlag zu bekommen. Ja, ob wir tatsächlich mal dahin kommen, dass man aus Toiletten trinken kann, das muss man natürlich entsprechend prognostizieren. Wobei man natürlich beachten muss, dass Prognosen immer auch Prognosen sind. Sie können noch nicht mal zum Beispiel sagen, welche CO2-Einsparungen dieses Heizungsgesetz denn nun bringen wird. Nun sind diese Prognosen in die Zukunft natürlich immer Prognosen. Ja, und genauso wie Prognosen natürlich immer Prognosen sind, muss man natürlich auch sagen, ob etwas kommen kann, hängt ja erstmal davon ab, ob es kommen kann. Ja, wahrscheinlich ein höherer CO2-Preis. Ein höherer CO2-Preis. Und ob das technisch geht. Ich habe am Wochenende anderes gelesen, kann ich aber nicht beurteilen. Kommt es oder kommt es nicht? Und wann? Das hängt ja erst einmal davon ab, ob es kommen kann. Was ich nicht gerne mache, sind die inszenierten Bilder von Macht und Glorismus. Ja, ich möchte gerne Pommes auf dem Bürgersteig essen und wenn ich dabei fotografiert werde, dann ist das halt so. Wenn Sie das Inszenierung nennen, dann ist das so. Ich bin halt so. Gleich geht es mit dem Video weiter, doch ich möchte an dieser Stelle einmal vielen Dank sagen an alle Kanalmitglieder, welche meine unabhängige journalistische Tätigkeit hier mit einer Anti-GEZ-Gebühr unterstützen. Und ein ganz besonderer Dank geht heraus an Trinkwasserverleih, welcher ja eine Anti-GEZ-Super-Premium-Mitgliedschaft abgeschlossen hat, sowie einem Detlef Horn, welcher sogar Ehrenmitglied von diesem Kanal geworden ist. Vielen, vielen Dank dafür.